So, Hans. Packen wir es. Also, mein Name ist Hans-Jürgen Wittmann. Ich studiere an der Uni Regensburg Geschichte, Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft und mache derzeit bei der Krones AG ein freiwilliges Praktikum in der Abteilung Auftragssteuerung Projekte im Kundendienst. Zu meinen Aufgabenbereichen in dieser Abteilung gehört das Kalkulieren von Angeboten für unsere Kunden und ich bin in mehreren Projekten mit beteiligt. Hallo, mein Name ist Martina Gogoli. Ich studiere an der Fachhochschule Regensburg Betriebswirtschaft und habe mich entschieden, jetzt im vierten Semester mein Praxissemester zu machen. Da ich mich für Logistik entschieden habe, bin ich jetzt im strategischen Einkauf für Fremddienstleister. An eurem ersten Tag bei Krones dürft ihr euch hier anmelden. Den Rest der Zeit eures Praxis kommt ihr mit diesem Ausweis rein und auch wieder raus. Mein Arbeitstag bzw. meine Arbeitswoche beginnt am Montag um 8.30 Uhr mit der Teambesprechung. Bei dieser Teambesprechung trifft sich unsere Abteilung und da werden vom Abteilungsleiter an die einzelnen Sachbearbeiter die Aufgaben verteilt. Da wird durchgesprochen, was demnächst so ansteht, welches Arbeitsvolumen, welcher Arbeitsaufwand auf uns zukommt. Und natürlich werden auch die Schwierigkeiten und Probleme angesprochen, die die einzelnen Sachbearbeiter mit den Aufgaben haben. Und dann wird versucht, eine Lösung zu finden. Ja, da ist sie ja. Hier im Postzimmer sammle ich meine erste Arbeit ein. Wir haben hier ein Fach für unsere Fremddienstleister, also für meine Abteilung. Da habe ich erstmal einen ersten Pack. Und wenn wir weiter hintergehen, haben wir immer nette Postdame. Hallo. Die uns eben diese Post auch verteilen. Genau, aber momentan liegt nichts weiter da. Also tschüss, bis später. Bei 3 bis 4 Mal am Tag komme ich her und hole meine Post ab. Also hier befinden wir uns an meinem Arbeitsplatz bei der Abteilung Auftragssteuerung Projekte. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, zu meinen Aufgaben gehört das Erstellen von Angeboten und eben die Mitarbeiter an verschiedenen Projekten. Und derzeit arbeite ich an einer Präsentation eines Excel-Sheets. In der zweiten Phase sind wir bei 19% und es geht dann immer so weiter runter bis zur vierten Phase, da sind wir wieder bei 11%. Das sind weite Strecken hier bei Krones. Aber mit Aufzügen kann man sich diese verkürzen. Außer man isst 3 Stück Kuchen, dann sollte man eigentlich die Treppe nehmen. Hans, die falsche Tür war's. Bis in den 5. Stock ist doch ziemlich lang. Davon haben wir aber ganz tolle Fernseher, die uns diese Zeit verkürzen. Weil bis in den 5. Stock müssen wir hoch, um meine Rechnungen zu bearbeiten. Wenn die Rechnungen bei mir angekommen sind, kann ich mit SAP heraussuchen, welche Servicearten es waren, wie auch welche Regionalbetreuer es sind. Wenn diese dann zurückkommen, das sind diese hier, gebe ich sie dann nochmal in SAP ein. Man sieht hier die unterschiedlichen Arbeiten, die ich zu tun habe. Also mir wird auf jeden Fall nicht langweilig. Wenn ich die verteilt habe, beziehungsweise wenn ich die neu bekommen habe, geht es hier rüber. Das ist der Hammer, das ist hier. Hallo Martina, hi. Wie geht's dir? Sehr gut geht's mir. Ja? Ja. Zeigst du mir das dann morgen mit den Rechnungen? Aber gerne, immer. Super. Die Silvia bringt mir nämlich alles bei und steht mir immer zur Seite, wenn ich Fragen habe. Also bei der Krones AG gibt es ähnlich wie an der Universität einen bargeldlosen Zahlungsverkehr für die Kantine. An der Uni gibt es ja diese Mensa-Karte, diese berühmte. Und bei Krones haben wir hier so eine Art Schlüssel. Ich muss jetzt aufladen, weil ich mal wieder sehr wenig Geld drauf habe, 61 Cent. Guck mal nochmal. Das passt mit der Vorführeffekt, oder? Ja, nochmal, komm Hans. Also. Können wir essen gehen mit dem Geld. Genau. Es gibt jeden Tag ein Tagesmenü, das 2,40 Euro kostet. Heute zum Beispiel Pizza-Leberkäse mit Kartoffelsalat. Und dazu darf man sich kostenlos weitere 2 Beilagen nehmen. Wie zum Beispiel da drüben den Salat. Also ich habe mittlerweile auch was Süßes. Gehen wir an die Kasse. Jo.
Und so funktioniert es mit Chip. Genau, also mit diesem Schlüssel, den ich jetzt gerade aufgeladen habe, kann ich jetzt schnell, bequem und bargeldlos bezahlen. Danke. So, das war jetzt mal ein Einblick in unser Praktikum. Ja, ist richtig. Ich muss sagen, es macht mir sehr viel Spaß. Es war die richtige Entscheidung und vor allem auch die richtige Firma, hier seine ersten Erfahrungen aufzunehmen bezüglich Job und vor allem studienbegleitend. Ja, ich kann der Martina eigentlich nur recht geben. Es gefällt mir sehr gut. Das Arbeitsklima ist hervorragend. Wir können du zueinander sagen, auch zu meinem Vorgesetzten, auch meinen Chefs. Auch zueinander, klar, Martina. Und wie gesagt, auch für alle Geisteswissenschaftler ist es eine gute Möglichkeit, bei Krones ins Berufsleben einzusteigen. Geisteswissenschaftliche Fähigkeiten werden immer mal wieder gebraucht. Ein Versuch lohnt sich auf alle Fälle. Also, viel Spaß. Servus.